Im ersten Film haben wir uns angeschaut, was man unter Disagio versteht. Dieses Wissen setze ich jetzt voraus. Und in diesem Film erkläre ich nämlich, wie man Disagio abschreibt und warum. Wir hatten im letzten Film diese Buchung gemacht: Bank 94.000 Euro, Disagio 6.000 Euro, an langfristige Verbindlichkeiten 100.000 Euro. Schauen wir uns das Konto Disagio nochmals an. Es gehört zur Kontenklasse 2 und gehört damit zum Umlaufvermögen. Es handelt sich also eindeutig um einen Aktivposten. Die Frage ist, warum buchen wir die 6.000 Euro, die ja eigentlich ein Aufwand sind, auf einen Aktivposten? Die Beantwortung der Frage ist ganz einfach. Der Aufwand muss über 5 Jahre verteilt werden. Aus diesem Grund wird das Disagio grundsätzlich erst einmal in das Aktivkonto namens Disagio Damnum gebucht und dann wird jährlich abgeschrieben. Als nächstes müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir den Betrag berechnen, der in diesem Jahr abgeschrieben werden muss, sprich als Aufwand gebucht werden muss. Dazu machen wir folgende Überlegung. Die Laufzeit des Kredits beträgt 60 Monate. Von diesen 60 Monaten entfallen 6 Monate auf das aktuelle Geschäftsjahr. Und das setzen wir jetzt zueinander in Beziehung. 6 Monate geteilt durch 60 Monate Gesamtlaufzeit, das ergibt gleich ein Zehntel. Das heißt, ein Zehntel vom gesamten Disagio, das sind 600 Euro, die müssen dieses Jahr als Aufwand, sprich als Abschreibung gebucht werden. Jetzt haben wir den Betrag und jetzt können wir nach dem Konto suchen, das da heißt Abschreibungen auf Disagio Damnum. Das finden wir in Kontenklasse 7, 7590, Abschreibungen Disagio, 600 Euro an Disagio. Dieser Aktivposten, der wird jetzt jedes Jahr ein bisschen weniger. Und dann haben wir jetzt diese Buchung fertig.